Mein Name ist Björn, technischer Außendienstmitarbeiter der Firma KS Tools. Ich möchte euch jetzt unseren Universal-Gelenkwellenabzieher vorstellen. Früher wurden Gelenkwellenköpfe runtergeschlagen an dieser Kante mit einem Hammer. Es bildete sich hier ein Grat und schnell war dann die neue Achsmanschette defekt. Oder man hat sich an dem Grat verletzt. Mit unserem Werkzeug, was wir einmal fixieren auf der Antriebswelle, wir haben da verschiedene Positionsmöglichkeiten. Und vorne nehmen wir die Mutter, die Originalmutter setzen wir auf und drehen damit den Kopf, den Lenkwellenkopf von der Antriebswelle. Das machen wir jetzt auch einmal. Ich nehme dazu die Knarre, verschraube das einmal fest. Auch hier haben wir die zweite Schraube. Vorne die passende Mutter aufsetzen, Steckschlüssel aufsetzen. Und dann drehe ich das runter. Jetzt habe ich den Gelenkwellenkopf komplett von der Welle runtergezogen. Jetzt kann ich mein Werkzeug zerlegen, die Spannbacke entfernen, die Mutter entfernen und den Gelenkwellenkopf und die Achsmanschette ersetzen. Mit unserem Gelenkwellenabzieher kann man die Arbeit schnell und fachgerecht durchführen.